ja, nach einer richtigen Demonstration, Patricia, sieht das hier nicht mehr aus vor dem Brandenburger Tor. Wir können einmal da hinschauen. Hier tanzen die Menschen, singen Hare Krishna, Hare Krishna. Das sind Hare Krishna Jünger. Ich persönlich kenne ihn nicht. Meine Kollegen haben mir aber gerade von ihm berichtet. Er soll eine berühmte Persönlichkeit sein, wohl nicht mehr aus meiner Zeit. Aber ja, sie singen hier Hare Krishna, Hare Krishna. Ey, Bro. Oh, Mann. Das sind Quotenmänner. Also falls jemand von euch den Hare Krishna kennt, meldet euch bei der Bild-Zeitung. Ein Reporter dort ist da eine ganz heiße Spur. Ich fahr schon mal den Wagen vor. Willkommen zu den Quotenmännern und vor allem willkommen im Risikogebiet Michael Schweizer und dem Aaron Herz. Wie war eure Reise in Corona-Hotspot Zürich? Ja, speziell, oder? Ich komme ja von Luzern her auf Zürich mit dem Auto, dann mehrere Kontrollen unterwegs. Zweimal habe ich müssen, Blut geben, einmal haben sie Fieber gemessen. Und was mit Corona? Hä? Und ja, dann habe ich dann in den Kanton Zürich einreisen. Ja, ich bin ein bisschen nervös gewesen, auf Zürich zu kommen, wobei für uns Ostschweizer ist das immer ein bisschen der Fall. Ja, also in dem Sinne ändert sich nichts. Ist immer ein bisschen ein Erlebnis. Ja, ist eine grosse Sache. Und aber so. Wie ist das jetzt für euch? Müsst ihr dann in Quarantäne, wenn ihr wieder heimgehen? Oder wie machen die das? Das könnte allenfalls passieren, ja. Wobei ist jetzt wirklich so, ich bin am Samstagabend bin ich in Zürich gewesen und dann auf dem Heimweg habe ich noch tanken. Und habe ich getankt und wirklich währenddem das Benzin läuft, realisiere ich, Moment, wenn ich jetzt in den Tankshop rein muss, dann muss ich ja eine Maske anlegen. Und habe natürlich keine Maske dabei gehabt. Ich dachte, das könnte jetzt noch peinlich werden. Einfach die Hosen abzogen, die Unterhosen abzogen, die Unterhosen vors Gesicht. Ist das tipptopp? Ja. Und sie haben ihn immer noch erkannt, weil er geht ja immer so. Ah, der Herr Schweizer! Hallo Michael! Zwiere wie immer! Ja, nein, du hast in Zürich wirst du schon angesteckt, wenn es aus dem Lautsprecher am Bahnhof irgendeine Ansage gibt, oder? Willkommen im Hauptbahnhof! Ja. Also mit der Dialekt annimmst? Ja, nein, aber ich meine, Zürich ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass sie ruhig sind und löst, oder? Aerosol übertragen. Aus gespeuzt Zürich. Wenn ihr wirklich sicher sein, dass ihr gesund sind, dann muss euch das BAG für tot erklären. Das ist die Grundregel. Dann wisst ihr, ich bin safe. Solange es kein Reiseverbot gibt für Zürich oder keine Warnung, oder so eine Reisewarnung vom Kanton Luzern und Kanton Zürich, solange komme ich auch Quotenmänner aufzeichnen. Selbstverständlich. Mhm. So muss das aber auch sein. Wir haben nebst Corona auch noch andere Themen heute. Wir reden über den reichsten Mann der Welt. Wir reden über den besten Tennisspieler der Welt, den besten Fußballer der Welt. Der beste Kanton von der Welt. Ah nein, Kanton Wallis. wir müssen aber natürlich, und das ist halt schon das vorherrschende Thema gewesen, jetzt auch über das Wochenende, Corona-Demos noch und nöcher in Europa, vor allem in Deutschland und bei uns haben die natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit generiert. Wir möchten einsteigen mit einem herzigen Potpourri, wo der Spiegel zusammengestellt hat. Die sind an diesen sogenannten Hygienedemos gewesen in Deutschland und haben mal ein paar Stimmen gesammelt. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Die ziehen vorbei wie nächtliche Schatten. Was ist Corona für Sie? Liebe. Also Sie gehen zum Corona-Test und täuschen Orgasmus vor und dann wird dieses Wattestäbchen ist fake. Der Arzt macht spricht mit Ihnen und beurteilt Sie, ob Sie lieben können, ob Sie an Gott glauben und ob Sie an sich selbst glauben, ob Sie an das Paradies auf Erden glauben. Ich war auf 3400 Demonstrationen in meinem Leben. Für mich einer der wichtigsten Demonstrationen. Eine Schicksalsdemonstration für Deutschland und ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Yeah! Redet, glauben Sie denn, dass es eine Elite gibt, die Kinder entführt? Ja, natürlich gibt es die. Es gibt sogar eher, die UNICEF ist der Transporteur für die ganzen. UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Was machen die dann damit? Essen, quälen die. Trinken das Blut, wenn sie es vorher gefehlt haben. Lassen Kinder gegeneinander kämpfen. Der Verlierer wird gefressen. Ein Guter. Ja. Gute. Das wissen viele nicht. Als Sechsjährige hatte ich auch 4 so Kämpfe. Alle gewonnen, dann haben sie mich freilassen.
Es ist crazy. Das ist also eigentlich crazy. Ist es einfach eine Diagnose. Du kannst einfach gerade die Leute, die dich interviewt haben. Und das war jetzt eine gute Minute gewesen. Also das ganze Video geht 8 Minuten. Es ist wirklich ein Highlight, schaut so auf YouTube. Das heisst irgendwie, weiss auch nicht, Best of Corona. Sowas aber es, ich finde es schon haarsträubend, wie da Lachs mit dem Begriff Diktatur und Demokratie umgegangen wird. Jetzt stell dir mal die Situation von Mendio-Demonstrationen jetzt in Berlin, Zürich und in Belarus, wo es wegen wirklichen Anliegen auf die Straße sind. Jetzt treffen da so Leute aufeinander. Jetzt sagt der eine so, wir müssen auch demonstrieren für die Freiheit. Ja, wir auch. Ja, krass. Ja, für was demonstrieren die? Ja, wir werden festgenommen, wir werden gefoltert. Und ihr so, ja, wir müssen ab und zu eine Maske anlegen. Und wenn wir es im Fall nicht machen, dann werden wir manchmal sogar darauf hingewiesen, dass wir es bitte machen sollen. Hey. Es ist alles sehr, sehr absurd. Natürlich, das sind jetzt, da haben sie natürlich jetzt auch die Dümmsten rausgenommen und vorgeführt. Das sind 30'000 Leute in Berlin. Mhm. Das sind nicht alles Psychopathen gewesen. Da hat es logischerweise auch Leute, die einfach, glaube ich, auch ein Spezielle hat es noch, oder? Ja, es hat auch noch Spezielle darunter. Ich habe mir wirklich am Samstag einen Livestream gegeben, nicht von den Mainstream-Medien, sondern von Leuten, die direkt in der Demo drin sind und dort gefilmt haben und das gestreamt haben, auf YouTube, sogenannt besucht. Die Bürger oder ich weiß nicht, wie man denen da in der Schweiz sagt. Auf jeden Fall haben die einen Livestream gemacht und ich habe mir das angeschaut, weil ich wirklich dachte, jetzt will ich wieso die andere Seite nochmal sehen. Und dort sind das sind keine Psychopathen gewesen, die an dieser Demo in Zürich waren. Ja, natürlich nicht. Nein. Ich habe auch keine Nazis gesehen. Also ich habe wirklich keine Nazis gesehen. Die haben mehrheitlich rechts gewählt, das ist aber überhaupt kein Verbrechen. Aber du hast schon gemerkt, es sind so Leute dort gewesen, wo, wenn du jetzt eine Freundin das erste Mal als Familienfest mitnimmst. Du hast die neue... schon eine hohe Hürde. Ja, genau. Für dich. Und dann nachher sagst du deren, einfach, dass du weißt, meine Tante ist dann ein bisschen speziell. So, das sind so, der Schlag Menschen ist dort. Alles gewesen. Klar. Keine böse, in der Mitte der Gesellschaft, aber so, wo du ein bisschen weißt, es ist ein bisschen speziell. Ja. So. Musst du nicht ernst nehmen, wenn sie etwas sagen. Genau, ja, so ein bisschen das. Oder? Und, und ja, genau das Gleiche. Es hat mich auch so gestört, wie dort eben so da wird, das, als wären wir in einer Diktatur, wo einfach denkst, Jesus Christ. Ja. Ja, es gibt wir dürfen nichts mehr sagen sie jedes Mikrofon rein. Oder? Ja. Es ist ein bisschen absurd. Und auch die Polizei, die dann sagt, wir wären froh, wenn jetzt mal Abstand oder Maske will anlegen und dann aber wieder eine Stunde zuschaut und einfach auch nichts macht. Und es wird dann noch immer noch so, als hätte die Polizei irgendwie eingegriffen. Dabei haben sie sich Gewehr lassen, ohne Ende. Ich sehe es. Wir werden das wahrscheinlich noch ein paar Mal haben jetzt. Oder? Ich nehme es an. Und, das will ich ja dann gleich auch noch sagen, also zumindest so aus meiner Ding raus, ich verstehe auch einige von den Anliegen wirklich. Ja, mega. Also, weißt, es hat total widersprüchliche Sachen im Moment. Mhm. Also das ist nicht, eben, das ist ja nicht, das kommt ja nicht einfach aus dem Nichts. Mhm. Ich finde auch, es gibt viele Sachen, die ich nicht verstehe, nicht kann nachvollziehen. Mhm. Also gerade du als Künstler, oder, wenn du mit dem Auftritt oder Seele fühlen und nicht fühlen und wenn du wirtschaftlich betroffen bist, verstehe ich es mega. Ja. Dass du Sorgen machst. Ja, und gewisse Sachen sind halt einfach eben auch Widersprüche. Dort heisst es, Maske funktioniert. Eben, im Kanton Aargau kannst du in die Tankstelle ohne Maske, im Kanton Zürich kannst du das nicht und so. Ist das ein anderer Virus da? Also es hat Sachen, die widersprüchlich sind, aber auch da finde ich so, ich meine, wie oft regen wir uns über die Geschäftsleitung oder Chefin da auch in unserem Haus auf? Ich nicht. Also, Entschuldigung. Nein, nicht, also, ich wirklich nicht. Nein, aber weißt du... Das ist, wenn du Geschäftsleitung von deiner Firma bist. Nein, aber es ist ja jeder Firma so, du hast immer das Gefühl, die entscheiden, die machen doch alles falsch, oder? Ja. Und in der Politik sind auch nur Menschen. Und auch die werden Sachen falsch machen. Mich stresst, wenn man so tut, als wäre da irgendein grosser Plan dahinter. Und das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Wir müssen einfach zustande und sagen, ja, da passieren Fehler. Das sind nun mal auch Menschen, die das entscheiden. Und, ja. Also nicht wenn Länder, wo sich gegenüberstehen, sonst politisch, wie Iran und USA, aber alle machen eigentlich die gleichen Massnahmen, dann glaube ich nicht ganz, dass ein grosser Plan dahinter steckt. Oder ein wahnsinnig schlechter. Oder sehr schlecht ausgeführt. Nein, das kann ich nicht sein. Ich glaube, wir müssen es im Moment einfach ein bisschen aushalten, dass in der Locke niemand hockt so richtig. Wir müssen jetzt zuerst ein bisschen Blindflug durch den Nebel aushalten. Wir stürzen nicht gerade ab oder möglichst nicht. Aber wir können jetzt nicht gerade wählen, wir hätten gerne das Sandwich oder das Menü im Flieger. Ja, es sagt sich halt schon leicht für mir, die da jetzt wirklich nicht so stark betroffen sind. Ich glaube, wenn du Gastronomie, Eventbereich oder irgendwie so schaffst, du drehst durch und nicht verstehen, hey, macht etwas, wieso macht ihr nichts? Und wir, die so am Rand ein bisschen betroffen sind, oder, wo halt ab und zu mal mit den Masken anlegen, zum posten vielleicht, die finden halt, ja gut, das überleben wir jetzt auch noch. Aber es gibt natürlich schon Leute, die wahnsinnig leiden unter dem, das muss man sehen. Oder? Ja, insbesondere, wenn wir daran denken, wir müssen irgendeinen Umgang finden, wie wir zukünftig mit umgehen, oder? Mhm.
Der hört nicht einfach im Dezember 20 auf und im 21 ist es vorbei. Also wir müssen wirklich irgendwann einen Umgang finden damit, mit dem Virus, das ist jetzt da. Mm. Da verstehe ich schon. Ja, da hat man lieber heute. Ja, und es ist nicht harmlos. Also man muss nicht so tun. Eben, man hat ja immer den schwedischen Weg lang nicht gewusst, ist der gut oder nicht. Hat sich jetzt herausgestellt, sie haben so viele Tote wie seit 150 Jahren nicht mehr im ersten Halbjahr vom 2020. Also es ist nicht einfach nichts. Ich glaube, die das immer noch negieren, die sind wirklich am falschen Punkt. Aber eben, Massnahmen und so kann man alles diskutieren. Und es ist halt jetzt einfach wieder so ein bisschen präsent geworden, denke ich mir. Es wird wieder mehr präsent. Ja. Sogar so fest, dass ich vergessen habe zu fragen, wieso es geht. Hey, wir sind schon voll ins Corona-Ding reingekommen. Kann ich nicht schon wissen, wie geht es euch eigentlich? Ja, also mir selber geht es sehr gut. Diese Woche stark beschäftigt hat mich etwas, wo ich eigentlich gemeint habe, wir hätten das Anfangs 2000er hinter uns lassen. Hosensack-Anruf. Also Booty-Calls? Nein, es gibt immer noch Menschen, hallo Vater, wo mich aus dem Hosensack aus anrufen. Es gibt eigentlich nur eine Person, hallo Vater, wo aus irgendeinem Grund es regelmässig fest zustande bringt, dass sie mir aus dem Hosensack raus anrufen und dann hörst du einfach nur ein Rasteln, läuft irgendwo rum. Also, ja, hängst du wieder ab. Dann geht es 5 Minuten, dann läutet es nochmal. Ah, ja, jetzt hat er vielleicht gemerkt, an einer Zeit gemerkt, es ist nochmal der Hosensack. Und dann sagst du, wie kann das, mit einem iPhone, einfach mit einem iPhone, wie ist das möglich? Was hat er in seiner Hose? Man weiß es nicht. Du musst jetzt nicht das Thema wechseln. Nein, wirklich. Das ist doch gar, das ist auch wie die Menschen. Das ist der gleiche Schlag Menschen, die einem auf die Combox redet. Ja. Oder? Die Leute, es ist jetzt Montag, der 30. September 2020, 14.58 Uhr. Los, lüt mir doch geschwind zurückgehen. Also es ist nicht so wichtig, aber lüt mir doch geschwind, wäre wirklich, tu mir doch schnell. Dachst, hey. Meine Großmutter schafft es regelmäßig, die Zeit aufzubrauchen, die man hat, um auf die Kompass zu okay. Oh, weil sie aber in der Mitte vergisst, was sie genau hat wollen sagen. Es ist unherzig zum Ablosen. Aber ich weiss immer, wenn ich sehe, die Nummer, Oma hat auf die Combox geredet, dann weiss ich, muss man schon die 5 Minuten nehmen, die möglich sind. Oder? Aber sonst geht es mir gut. Also ich meine, wenigstens läutet mal noch jemand an. Ja, immerhin. Voilà. Ja, wie geht es dir an? Ja, nein, ich habe ein bisschen verwirrte Zeiten. Vielleicht ist es auch wieder die aufgebrachte Zeit jetzt mit Corona. Aber ich laufe in letzter Zeit vermehrt in ein Zimmer rein, wo ich gemeint habe, ich müsste dort etwas und ich weiss nicht mehr genau, was ich dort wollte. Mhm. So. Hast du das nicht schon mal gehabt? Was? Bin jetzt nicht sicher, haben wir das nicht schon mal besprochen, dass du das hast? Nein. Du weißt vielleicht aber nicht. Ich weiss es nicht mehr. Manchmal laufe ich in ein Studio rein und sage etwas und weiss nicht mehr, was ich will. Ja, aber ich kenne das Gefühl bestens. Ich habe das auch regelmäßig. Und wenn mir da in der Küche passiert, dann laufe ich an den Kühlschrank ran, weil man da dort halt so macht und schaue rein, ob es etwas hat. Dann gehe ich wieder in die Stube oder so. Und dann merke ich, ich habe einen Hüngerli. Dann gehe ich wieder zum Kühlschrank führen, schaue rein. Ah nein, es hat nichts. Dann gehe ich nochmal in die Stube, dann gehe ich nochmal zum Kühlschrank. Ah, es hat immer noch nichts. Lustigerweise hat Klassiker, niemand aufgefüllt. Ja. Das sind so meine verwirrten Zeiten im Moment. Büssi, wie geht es denn dir? Ja, sag mal. Hey, ich kann nicht klagen. Ich habe eine Woche Ferien gehabt. Ich bin, wie sich das gehört, 2020 in der Schweiz geblieben. Ich bin zu Arosa in der Ferien gewesen. Und das ist dann hingegen wieder ein bisschen frustrierend gewesen. Ich habe zwei Sachen gemerkt. Erstens, unser Dunstigjahrspublikum wandert. Ja. Und zweitens, mein Hund ist beliebter und bekannter wie ich. Das sage ich dir aber schon lange. Ja, da kann ich auch verstehen. Ich kann es jetzt bestätigen. Ja. Es ist wirklich, ich bin dort vom Weisshorn runtergelaufen und jeder Zweite, der vorbeigelaufen ist, das ist wirklich kein Witz, sagt, ah, das ist der Hund vom Dunstigjass, hä? Und dann bist du dort und findest, ich wäre so schade. Oh. Oh nein. Sie haben dann nur den Hund streicheln, was ich auch nicht verstanden habe. Das ist heftig, oder? Jetzt da im Podcast los. Sind Aaron und ich deutlich beliebter. Wenn du gehst wandern, ist der Hund beliebter. Es geht abwärts, Büssi. Ich bin beim Wandern. Also ich kann das bestätigen, wenn der Büssi mit dem Hund irgendwo in den Raum reinkommt, oder? Also, sali Büssi. Ah, ja, Foxy ist ja da! Es ist wirklich so. Gut, aber willst du, dass die Leute mit dir so reden? Ahoi, Büssi, sali! Nein, das willst du nicht. Die Einzige, die so mit mir redet, ist meine Mami. Und auch das war übrigens auch wieder eine Erkenntnis, die ich in dieser Woche Ferien hatte. Auch mit 35 sind mütterliche Ratschläge kommen ja ungefordert. Also wenn ich Mami am Morgen angerufen habe und gesagt habe, jetzt gehe ich noch ein bisschen wandern, sagt, hast du dich eingerämt? Und dann sagst du, ja Mami, ich weiss, was ich mir sagen muss. Hast du das Käppchen mitgenommen? Ja Mami, ich weiss, dass ich das Käppchen mitnehmen muss. Aber ich will ja braun werden, also lege ich das Käppchen nicht an. Long story short, ich bin 7 Stunden gelaufen, bin heim ins Hotelzimmer und habe 2 Stunden gekotzt. Ich habe mir einen Sonnenstich geholt.
weil ich nicht aufs Mami gelassen habe und kein Käppli angehabt habe. Und ich bin bei dieser Schüssel gehangen und dachte, verdammt nochmal, 35 und du kannst es immer noch nicht. Es ist wirklich, ich glaube, bei uns Männern sind mütterliche Ratschläge bis 80 völlig angebracht. Ja, oder? Absolut. Schon ein bisschen so. Ja. Einer, der vielleicht von seiner Mami gute Tipps bekommen hat und darum ein reicher Mann geworden ist, ist der Jeff Bezos. Die Amazon-Aktie ist erneut gestiegen. Das wäre unser erstes Thema von der News-Woche. Und es ist nicht einfach ein bisschen gestiegen. Das Vermögen vom Gründer Jeff Bezos beträgt jetzt über 200 Milliarden Dollar. Er ist der reichste Mensch von der Welt. Leck, Jimmy, was macht er jetzt? Geht er an den Kiosk und fragt, 200 Milliarden, was komme ich für den über? Wahrscheinlich. Jetzt werden vielleicht endlich die Mitarbeitenden ein bisschen besser behandelt, oder? Sie sind jetzt zahlt während der Toilettengänge, sie müssen nicht ausstempeln. Das ist auch Witz, sie müssen irgendwie so. Ja. Ja, und für 200 Milliarden, jetzt kann er sich ja auch easy gerade mal einen Turnschuh vom Roger Federer leisten. Ja, lange, ja. Oder eine 3,5-Zimmer-Wohnung in Zürich. Mhm. Das könnte jetzt knapp lange. 200 Milliarden, nicht Millionen. Wahnsinn. Milliarden. Das ist unvorstellbar. Ja. Ich will nichts mehr machen. Du hast keinen Grund mehr, um aus dem Nest rauszukommen. Nicht mehr. Da wirst du depressiv ohne Ende. Du hast vor allem hast du mindestens 5, egal was. Ja, aber könntest du ja eine Stiftung gründen? Nein, habe ich 5. Easy. Ja, du könntest ja eine Insel kaufen? Nein, habe ich 7. Eine Yacht? Nein, alles schon. Du stehst nicht mehr auf, du hast keinen Grund mehr. Null. Gut, aber der Jeff Bezos ist natürlich nicht so reich geworden, weil er so viel konsumiert hat. Also wenn er natürlich jetzt immer da Inseln will kaufen, vielleicht hat er einfach nichts und hat einfach immer gesperrt. Und darum ist es so, der hockt sehr sparsam. Ja, oder der hockt so einer Einzimmerwohnung irgendwo in einem Randquartier aus, oder? Und hat einfach nichts. Sparen, ich muss sparen. Das ist gut denkbar, dass er das nicht. Deswegen ist er so reich geworden. Es gibt ja die schöne Punchline von Ricky Gervais, wo er sagt, wenn er mit Fans redet, die dann versuchen ihm zu sagen, dass sie auch ein cooles Leben haben und so. Und er ihnen sagt, all of the things you do, I do a better version of it. Das ist, oder weißt, wenn sie auf Amerika fliegen, fliegt der First Class. Ja. Aber was ist beim Jeff Bezos wahrscheinlich ähnlich? Was hat denn der für ein Haus? Hat der wahrscheinlich verschiedene Roaming-Zonen in seinem Haus, weil es so gross ist? Nein. Der sieht erdkrümmig, wenn er in die Küche hinterher schaut. Wobei das mit dieser krummen Erde, das ist ja noch. Das ist noch. Das kann man jetzt wieder diskutieren. Ja, stimmt. Da hat da der Gates aber geschrieben, müssen wir sagen. Aha, die Erde ist rund. Stimmt. Ja, ja. Auf jeden Fall kannst du dir einiges leisten mit 200 Milliarden. Es muss aber auch nicht immer so teuer sein. Man kann zum Beispiel für 1 Franken auch ein Rustici kaufen. Ganz herzig. In seiner fast 800-jährigen Geschichte kämpft ein Tessiner Ortschaftli, muss man sagen. In Demini heisst das. Das ist über dem Lago Maggiore. Die kämpfen um die Existenz. Die Gemeinde hat jetzt 11 Rustici. Rustici, sagt man nicht Rustici. 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 Ich weiss, wie sagst du, Michael Schweizer? Jetzt hast du es gerade selber. Ich glaube, man sagt Rustici. Rustici ist es. Und dann eins, das wäre dann Mehrzahl, das sind mehrere. Mhm. Und dann würde ich sagen, ist dann wahrscheinlich das Rustico. Oh. Ist dann wahrscheinlich eins. Jetzt hat sich die Tessiner Ferien doch noch gelohnt für den Michael Schweizer. Für die, die jetzt nicht rauskommen, wo wir ihn anzünden, das hat mit der letzten Folge zu tun. Das müssen wir nochmal reinhören. Auf jeden Fall kann man die 11 Rustici, wie der Michael Schweizer mir sagt, zum Symbolpreis von jeweils 1 Franken kaufen. Und so möchten sie gerne den Ort so ein bisschen wiederbeleben. Das ist doch schön. Das ist richtig schön. Okay. Aber weißt, die wichtigste Frage ist, ist in dem meine mit oder weg der Rustici bist du hierher gestorben? Ich habe gerade die Heime auch gefragt. Schatz, haben wir noch Rustici? Das Schlimmste wäre, wenn die Immobilienblase platzt, oder? Und sich irgendwie die Immobilienpreise halbieren, oder? Dann ist sind Rustico. Oder ist Rustici? Nein, ist egal. Sind ja nur noch 50 Rappen. Oh nein! Nein, da würdest du nicht aufhaken, dem es geht. Nein. Gut, der Bezos könnte sich 200 Milliarden Rustici leisten. Wäre ja auch schön. Gutes Investment. Kommt um da nicht so entgegen. 200 Milliarden Initiative. Ja. Oder wie der Freddy Hinz würde sagen: Hast du mir noch ein Rustico? Da kommt jetzt ein Jacopo noch nicht. Ja. Gell? Das ist jetzt nicht schlecht. Man sagt mir das im Fall lustigerweise immer wieder: Ich töne wie der Victor Jacopo. Also auch wenn ich normal rede, okay. nicht nur als Freddy Hinz. Okay, ich töne wieder wie Victor Jacobo. Also lieber töne wie der Victor Jacobo, als aussehen wie der Victor Jacobo. Entschuldigung, Herr Jacobo. Wir kennen uns nicht, es tut mir leid. Es spricht der Neid aus dem Michael Schwanz. Ja, absolut. Ja, also ihr habt auch noch keins gekauft in dem Fall. Nein. Ich auch nicht.
Habt ihr euch schon die neuen Sneakers vom Roger Federer gekauft? Nein. Auch da kann man gerne eine Folge zurückhören, wenn man wissen will, warum. Aber andere sind da eher auf meiner Seite. Der Andrang am Donnerstag auf die Sneakers vom Roger Federer im Warenhaus Jelmoli, der war riesig. Fans sind teilweise wirklich vor Mitternacht schon angestanden, um sich die Schuhe zu kaufen. Ja, da kannst du gut über die Wirtschaft jammern und dass du kein Geld mehr hast. Aber für ein paar Schuhe vom Roger lange zu offensichtlich immer noch. Sind die eigentlich so teuer, weil die in Kinderarbeit gefertigt worden sind? Oder? Nein, dann wäre es ja günstiger. Nein, weißt du, Roger Federer, seine Kinder, haben die genäht. Also bitte. So als Corona-Projekt, haben die daheim im Lockdown, so Kinder. Ich will ein Bananenbrot machen und Kinder, nein, wir wollen Schuhe machen. Ja, und dann werden die Schuhe gemacht und dann haut sie den Roger nachher raus, schön an der Bahnhofstrasse, die Leute stehen da und die ganze Kinder, Familie Kinder hinten dran mit blutigen Fingerli, oder? Also bitte. Ja, aber die Frage ist auch, kann man in diesen Schuhen besser Tennis spielen oder besser Kind machen? Es gibt ja zwei Gruppen, die diese Schuhe wollen. Die Frage ist eher, wieso stehen Menschen für so etwas an? Das verstehe ich auch nicht. Nein. Nein. Oder die, also ich habe ja Leute, die das für mich machen. Aber wieso standen normale Menschen? Auch die mal von diesen Apple Stores gampiert haben. Das ist ja früher ist das mal so ein Ding gewesen. Mhm. Das ist auch vorbei. Mhm. Aber es war mal so ein Ding gewesen. Wieso? Also du kannst zwei Wochen warten und dann ist es normal verfügbar. Mhm. Gut, die Schuhe sind wahrscheinlich limitiert. Allweg. Doch. Ja, komm, die kommen später auch wieder rüber. Das Einzige, was der Roger Federer nicht limitiert, sind die Anzahl Kinder. Aber sonst, sicher die Schuhe sind sicher limitiert. Haben wir noch Kinderpunkte zum Thema Roger Federer? Haben wir jetzt alle aufgebraucht? Ich glaube, Entschuldigung. Nein, da gehst du doch nur, also so go anstehen, gehst du nur, wenn dein Hobby anstehen ist. Schon, also ist egal für wen, nicht? Also, es gibt ja Länder, die das mega gerne haben. Also in England lieben sie anstehen. Aber dort ist es angenehm. Das ist auch wirklich geil. Da sind wir einfach schon ein Stresservolk. Bei uns hält es ja niemand aus, um einmal ein bisschen warten auf etwas. Ich bin auch so. Wirklich, ich kann nicht mal auf die ÖV warten. Ich bestelle ein Uber in der Zwischenzeit. Ja. Ich hasse warten auf ÖV. Ja. Darum fahre ich keinen. Du nimmst einen Uber in den Laden rein, wenn es nicht aushält. Ja, Esteriore-Style. Zack, direkt rein. Nein, aber in England ist das wirklich geil. Da können die Leute noch so voll sein. Da wird angestanden beim Club. Kein Problem. Tipptopp, pure gemütlich. Dort finde ich es geil. Nein, aber für ein Produkt kaufen, oh mein Gott. Gibt es kein Produkt, das ich würde anstellen? Nein, vielleicht dann mal Esswaren, wenn es mit der Wirtschaft noch ein bisschen bergab oder so Zeug. Wasser. Ich wüsste jetzt auch nichts. Und ich sage, für das würde ich jetzt unbedingt anstellen. Nein. Nein. Also jeder, wenn irgendwo Rabatt ist oder so und alle sickeln und da kannst du auch günstig klären. Nein, doch, das bin da zahle ich lieber den Vollpreis und dafür habe ich den Laden für mich. Ja. Ich hasse das, wenn alle aufs gleiche Zeug stürzen und du kommst nie mehr an und es ist alles durcheinander und hast deine Grösse eh nicht mehr. Und also gut, gell, da reden wir aus der privilegierten Position, dass wir natürlich sagen, ob es 5 Stutz mehr kostet, kommt für uns nicht drauf an. Es gibt natürlich Familien, die 5 Stutz im Tagesding einfach sehr viel machen. Aber das sind dann eben meistens nicht die, die dort stehen. Wenn dann schaust, wer sind die, die könnten 5 Stutz mitzahlen. Richtig. Aber der Jeff Bezos von der Ostschweiz, der Arme Herz, der hat es nicht nötig. Ja, was würdet ihr mit 200 Franken machen? Ja, ich kann euch sagen, was man nicht mehr machen darf, im Kanton Wallis zumindest. Da hat das SRF darüber berichtet, dass seit dem letzten Freitag ist der Entscheid draussen. Ab nächstem Jahr dürfen die Ausländer im Wallis keine Trophäenjagd mehr auf Steinböcke machen. Also die dürfen es nicht mehr abschiessen. Ja. Deswegen hat Wallis jetzt so schnell ein Einbürgerungssystem eingeführt. Oder? Wenn du kommst, wenn du am Schalter kannst eine Waffe vorzeigen, dann kommst du den Pass innerhalb von 20 Minuten über und kannst auf die Jagd. Ja, Ausländer dürfen jetzt keine Böcke mehr jagen, aber Böcke dürfen Ausländer jagen. Unbedingt. Das ist noch erlaubt. Und weiterhin, jederzeit abknallt, darf man auch den Wolf. Gell? Also das geht im Wallis. Und der Trainer vom FC Sion. Das sind so die zum Abschluss freigegeben sind. Im Hast du jetzt auch schon 2 Wochen im Amt? Oder so? Ist lang, noch? Das ist glaube immer noch. Haben die einen Trainer im Moment? Ich glaube schon. Du vielleicht holst oder der Messi. Wer weiß. Oder der Lionel Messi. Der wird ja zumindest mal weg vom FC Barcelona. Die Nachricht ist wirklich recht eingeschlagen, vor allem natürlich in Barcelona selber. Also der Präsident der Katalanen, der hat hingegen gesagt, nein, den behalten wir. Ja. Und er will ihn also wirklich zwingen, zum Bleiben. Ja, er will ihn zum Bleiben zwingen. Ja. Wie heisst der Präsident vom FC Barcelona? Wolfgang Priklopil? Die haben sicher noch einen guten Keller dort in dem Stadion unten rein, oder? Oh. Hey, nein. Okay. Vielleicht nehmen sie ihm einfach den Pass weg. Problem weggelöst. Also, das gibt ja auch
aus dem Ort, wo das dann tun sie ihn einsperren. Sie tun dann nur zum Spiel und zum Raus, so mit schweren Ketten am Fuß. Ja. Wahrscheinlich wäre er immer noch der Beste trotzdem. So, mega frustrierend für die anderen. So. Ja, wie sagt denn der Präsident, der Lionel Fessli? Oh, ist das schlecht. Wobei, das heisst jetzt, um den Messi ein bisschen motivieren, zum Bleiben, hätte ich noch das Rustico im Tessin angeboten. Wir kaufen dir ganz schönes Rustico im Tessin. Ja gut, dann. Das ist ein Verlust. Gut, da gibt es ja Verträge und so. Also für 700 Millionen dürfen gehen. Vielleicht wechselt er ja zum Jeff Bezos. Hat er einen Fußballclub? Nein, aber so, weiß auch nicht, zum Wecken oder so am Morgen. Buenos dias, Señor Bezos. Señor Bezos. Señor Bezos. Hola. Also, ich habe einen Wecker gekauft. Ah ja, was hat der gekostet? 700 Millionen. Wieso? Das ist der Lionel Messi. Weckst du dich auch mit dem Handy? Mit dem Messi. Wecke mit dem Messi. Dann steht er, Buenos dias, Señor Bezos. Señor. Und dann tut er noch schnell so ein bisschen jonglieren, ja, ja. So ein bisschen vorzeigen, seine Tricks, die er noch kann. Ja, aber das so zu. Why not? Ey, stell dir vor, du hast 200 Milliarden. Den Gag kannst du einfach machen. Könntest du das noch ohne rumzuschauen. Ja. Oder es ist wie wenn ihr uns ein Glas postet, dann kauft er sich den Lionel Messi als Wecker. Wie lustig wäre das. Oder als Glasse und schlecht. Und er müsste ein bisschen erniedrigen. Er müsste jeden Morgen in einem anderen Kostüm. Von einem Verein oder so. Ja, oder in einem Dress von einem anderen Verein. Und so müsst ihr immer dort stehen. Das wäre lustig. Aber hast du dir deinen neuen Wecker geholt? Ja, auf dem Transfermarkt. Das war gerade Aktion. Ja. Im Wühltisch. Ja. Habe ich noch den Messi gefunden. Oh Gott. Oder so täuscheln, weißt du? Ja. Wie andere mit den Kärtchen täuscheln, mit den Panini-Kärtchen täuscheln, der ein bisschen Fußball. Wir kommen zu der Comedy-Empfehlung von der Woche. Die gibt es von einer deutschen Stand-up-Comedian. Nicole Jäger heisst sie. Ihr Programm heisst «Nicht direkt perfekt». Und sie hat ein schönes Bit gemacht über Partys von Menschen, die schon 30 waren. Und Partys von Menschen über 30 sind stinklangweilig. Wirklich. So bis 29 geht's ja noch. Ja, da trifft man sich zum Partymachen auf dem Hurricane Festival, zeltet im Schlamm mit dem Kopf in der eigenen Kotze. Ja, kein Problem so. Aber Glockenschlag 30. Lebensjahr ziehen die dann alle so ins Umland, in so ein Reihenhaus. Und dann sind die Einladungen auch nicht mehr so ein Telefonanruf, Freitag Party, yep, so. Sondern du bekommst schon Wochen im Voraus so handgebastelte Einladungskarten zugeschickt, auf denen dann ernsthaft draufsteht, um Antwort wird gebeten, Björn, Jutta und die Kinder. Da habe ich immer schon keinen Bock mehr, ey. Menschen, die solche Einladungskarten verschicken, das sind auch die, die, wenn du anrufst und fragst, sag mal, Jutta, was soll ich eigentlich mitbringen, antworten, Sache gute Laune! Ja, der Klassiker. Ich bringe einmal ein Kind mit als Häppli. Das ist Geschenk von der UNICEF. Oh Gott. Das ist schon eine Beobachtung, die ich auch mache. Oder? Früher Kollegen irgendwie am Morgen um 3 Uhr, nein, wir gehen noch nicht heim, was, nur die Vollen sind die Tollen. Oh. Oder? Heute am 10 Uhr, ja, los, ich muss morgen gar Rebenlicht schnitzen. Ja, aber das ist auch legitim. Das letzte Bier hat noch niemandem etwas gebracht. Komm, nice, ja, okay. Und dann sitzt sie traurig noch irgendwie. Ja, da rennt der Vater, da rennt der Vater. Doch, das sind die schönen Momente, das sind erst die, die nach Mitternacht anfangen und irgendwie, wenn es schon grau wird, laufst du heim. Das sind, schau mal, hast du jemals 10 Jahre später, bist mit irgendeinem zusammengehockt, oder? Und dann haben sie euch wieder erzählt, wenn ihr dort am Abend, am 10 Uhr entschieden habt, jetzt gehen wir beide heim. Ja. Den Moment hat es nicht. Nein, absolut. Aber du erzählst die Geschichte, weißt du, wo wir um 3:30 wo der andere dort... Also, das sind die Geschichten, die man sich erzählt. Dort die Geschichten, wenn ihr am Abend, am 10 Uhr beschlossen habt, ich habe jetzt Magenbrennen, ich muss jetzt heim. Das stimmt, und sie hat ja absolut recht, aber mittlerweile bin ich einfach zu müde, zum lang weg sein. Ich liebe, wenn Partys irgendwie von mir aus am Mittag losgehen, so schön in den Tag rein trinken und dann kannst du um 6 Uhr heim, schön verladen, kannst ins Nest schlafen, nächsten Tag bist du bereit. Tipptopp. Ich habe mittlerweile wirklich 2 Optionen. Ich komme 11 Uhr heim, das ist so, dann werde ich grundsätzlich müde. Oder ich bleibe dann bis um 1 und dann wird es aber 5 Uhr. Das ist, dann geht es auch wieder. Aber ich habe, das sind die 2 Optionen. Ich kann nicht am 1 heim. Du musst einfach 11 bis 1 musst überstehen. Genau. Ja, ich muss wie so die 2 Stunden Müdigkeit, die mir mein Körper sagt, Alter,
es ist nicht mehr die Zeit. Ja. Und dann irgendwann finden, okay, wenn du aufgehst, mache ich es auch, dann gehen wir jetzt da durch. Okay. Ja. Und dann leide ich aber nachher zwei Tage. Ja, eben. Und in unserem Alter kannst du ja auch nicht mehr so in Ausgang, weil du bist entweder siehst aus wie ein Pedo oder ein Dealer oder ein Zivilschmierler, der rumsteht. Weil alle anderen sind einfach jünger. Ja, du sagst ja, oder? Anfangs 30, oder? Fang Transformation an vom Stecher zum Glüstler, oder? Das ist so. Irgendwann, oder? Irgendwann bist du sowieso. Sagen wir mal, das GC in einem entscheidenden Spiel, oder? Bist wie du im Club rein, oder? Mal hinten stehen und schauen, was noch geht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich meine, irgendwo habe ich den mal gehört, weiß nicht mehr. Es ist einfach so. Schlechte GC-Witz gibt es ganz viele. Nein, also, es ist gut ist möglich, nicht, dass der bei uns nein, gehört hat. Nicht zwingend möglich, es ist anders gegangen. Ist ja gleich. Ja. Tatsächlich, oder? Du gehst immer weiter weg, umso älter du wirst, umso weiter weg gehst du von der Tanzfläche und irgendwann stehst du ganz hin im Club und kommst dir eigentlich nur noch fehl am Platz vor. Das stimmt natürlich schon ein bisschen. Eidgenössisch diplomierter Glüschler. Kannst du ein Diplom? Ja, Transformationsbestecher zum Glüschler. Es ist aber auch für viele Anfangs Männer... 30 fängt es an bei den Männern. Ist für viele Männer ist es aber auch gescheiter, wenn sie einfach nur rumstehen im Club, sind wir ehrlich. Also komm, jetzt du tanzt schön. Ich finde, du könntest das mal zeigen. Wir haben leider keine Zeit mehr. Ich schaue in die Uhr, die 30 Minuten sind abgelaufen. Wir gerne ein Video fordert vom Büssi. Er soll uns etwas fordern. Und wir haben uns jetzt wirklich so fest als alte Männer positioniert, dass wenn ich meine Instagram-Statistik anschaue, ist jetzt wirklich, habe ich meine junge Followerschaft komplett verloren nach dieser Ausgabe. Ich danke vielmals auch für das. Wir hören uns nächste Woche wieder. In alter Frische würde ich ja jetzt sagen, aber jetzt wissen wir alle, dass es nicht so ist. Vorausgesetzt, wir laden uns wieder über Grenzen. Selbstverständlich. Ja, und die Hüfte tut nicht weh. Das ist der SRF Satire-Talk. Quotenmänner. Präsentiert vom Stefan Büsser, Aaron Herz und Michael Schweizer. Online Karin Tommen, Distribution Hans-Jörg Bolliger. Ton- und Audio-Layout Benjamin Pogonatos. Projektverantwortung Susan Witzig. So, es tut mir leid, ich muss gerade gehen, ich muss dem Jeff Bezos noch zum Mittag bringen. Senior Bezos. Senior Bezos, stell dir vor, morgen den Wecker geht ab. Senior Bezos, buona fia. Was für ein Job.